Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Meine beiden Parteivorsitzenden haben mich gebeten, zuerst zu sprechen. Ich mache es kurz. Erstens, dieses Gespräch bei der Bundeskanzlerin, ich habe ja solche schon mehrfach erlebt in den letzten 25 Jahren, hatte einen völlig neuen Charakter. Es war ein wirkliches Gesprächsklima, nicht wie sonst, wo das so auch so formal abläuft. Und das, glaube ich, ist dem Ernst der Situation geschuldet, dass das so einen anderen Charakter hatte. Aber die Auffassungen sind höchst unterschiedlich. Man darf nicht vergessen, die Bundeskanzlerin trägt für all das eine Hauptverantwortung. Ich bin ihr sogar entgegengekommen und habe gesagt, ich verstehe schon, dass Sie nicht gerade einer linken Regierung helfen wollen. Wenn ich in Ihrer Situation wäre, hätte ich ja auch keine Lust, einer erzkonservativen Regierung zu helfen. Das kann man alles nachverstehen. Aber die Politik verlangt eine bestimmte Verantwortung. Und hier kann etwas eingeleitet werden, was verheerend wäre. Wir wissen noch nicht, was morgen passiert, aber ich sage Ihnen nur, wenn das Ganze der Beginn sein sollte des Endes des Euro und auch die Europäische Union gefährdet, ist das von einem gravierenden Schaden, nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa und Deutschland. Wir dürfen nicht vergessen, das Wichtigste in der Europäischen Union war, dass es zwischen den Mitgliedsländern keine Kriege mehr geben konnte. Diese Kriege haben aber die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, das 19. Jahrhundert und so weiter geprägt. Ich möchte nicht, dass wir wieder in eine Situation kommen, wo das Ganze offen ist. Ich muss das ganz klar sagen. Und ich will jetzt gar nicht über Details sprechen, aber es gibt eben klare politische Unterschiede. Und die griechische Regierung vertritt natürlich das finanziell schwächste Land und kämpft da wie David gegen Goliath. Und ich sage, wir brauchen eine Alternative. Und das ist doch der Kernstreit. Die ganze Sparpolitik, die den Süden kaputt macht, hat doch überhaupt nicht zu den Ergebnissen geführt, die man sich angeblich erhofft hat. Und Deutschland hat doch in der Finanzkrise genau umgekehrt reagiert. Wir haben damals die Abwrackprämie gemacht, wir haben damals das Kurzarbeitergeld verlängert und vom Süden verlangen wir immer das Gegenteil. Und das die Troika dann auch abgelehnt hat, eine Steuer für die Reichen und für die großen Unternehmen, das ist für mich überhaupt nicht akzeptabel. Ich muss es Ihnen ganz klar sagen, bei der gegenwärtigen Situation in Griechenland kannst du der Rentnerin und der Friseurin nicht erklären, wieso sie das zu bezahlen haben und die Reichen nicht herangezogen werden. Ich sage noch einmal, da gibt es 2000 Familien, denen gehört 80% des Vermögens. Das geht überhaupt nicht. Ich sage nur, es liegt eine große Verantwortung bei der Regierung, heute, morgen, auch nach dem Volksentscheid. Wir wissen ja noch gar nicht, wie der ausgeht. Warten wir es ab. Und es gibt eine Pflicht, den Euro zu retten und die Europäische Union zu retten, weil alles andere katastrophale Folgen hat für Europa und auch für uns. Und das haben wir versucht, Ihnen auch zu sagen. Durchaus alles in fairer Tonlage. Meine letzte Information ist, am Mittwoch wird es eine Debatte im Bundestag geben. Wir wissen noch nicht genau wie, ab 13 Uhr. Und auf jeden Fall hat sie uns schon verraten, dass drei Leute sprechen werden, nämlich Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Schäuble und der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Naja, wir werden natürlich auch sprechen. Ja, die Lage ist ernst. In Brexit hätte nicht nur für Griechenland, sondern auch für die Steuerzahlenden in Deutschland und für die Währung enorme Folgen. Und ich finde es erschreckend, wie in so einer historischen Situation sich die Bundeskanzlerin wegduckt und hinter Schäuble versteckt. Wir haben hier nochmal sehr darum geworben, wenigstens die Verlängerung zuzugestehen, damit in Griechenland die Bevölkerung abstimmen kann. Denn die sind diejenigen, die das am Ende ausbaden müssen. Und tja, ob man damit durchkommt, weiß ich nicht. Was ich aber auch noch auffällig fand, war, es sind ja nun alle Dokumente öffentlich. Man kann insofern sehr gut vergleichen, was war das Angebot Anfang der Woche von Seiten der Syriza-Regierung und was war das Gegenangebot von Seiten der Institution am Ende der Woche. Und das ist ziemlich klar, die Institutionen haben weiter darauf gedrungen, sogar die ärmsten Renten zu kürzen und gleichzeitig aber eine Steuer auf Gewinne von über einer halben Million verbieten wollen. Eine einmalige Steuer. Es geht also darum, um die Frage, wollen wir ein Europa, in dem man die wirklich hohen Gewinne stärker besteuern darf?
Oder wollen wir in Europa, in dem es eine Pflicht gibt, immer den Ärmsten in die Tasche zu greifen? Und in dieser Situation sagen wir natürlich, es geht nicht nur um die Stabilität des Euros, sondern es geht auch um eine Richtungsentscheidung. Wollen wir in Europa, was den Ärmsten immer in die Tasche greift, oder wollen wir in Europa, was auch sich ranwagt, die wirklich hohen Gewinne mal zu besteuern? Ja, natürlich gab es über den ganzen Ablauf der Verhandlungen unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Betrachtungsweisen, da wären wir uns auch nicht einig. Natürlich gibt es auch keine Einigkeit darüber, dass wir ja immer diese Auflagen, Renten zu kürzen, Löhne zu kürzen, öffentliches Eigentum zu verramschen, für falsch hielten und sich das auch so bewährt hat. Aber die entscheidende Frage über das Hin und Her, wer jetzt mehr Schuld trägt, wer weniger Schuld trägt, über die entscheidende Frage gibt es, glaube ich, keine Orientierung. Wenn so weiter gemacht wird, ist es nach unserer Auffassung sicher, dass Griechenland aus dem Euro austreten muss. Und niemand hat eine Antwort, wie das verhinderbar ist. Und das ist ja die eigentliche Antwort, die gegeben werden muss. Was passiert, wenn hier die Schleusen geöffnet werden? Werden wir dann in eine Phase dauerhafter Krisenprozesse eintreten oder nicht? Und diese Frage konnte uns leider die Kanzlerin auch nicht beantworten. Wir haben den Eindruck, hier rasen zwei Lokomotiven aufeinander zu und am Ende steht ein weiterer krisenhafter Prozess. Und die Erklärungen auf der einen Seite, wir wollen Griechenland im Euro halten, und auf der anderen Seite die Schuldzuweisungen an die griechischen Regierungen, das passt nicht zusammen. Ja? Und diese Frage kann, glaube ich, auch heute und vielleicht auch morgen nicht beantwortet werden. Und natürlich gibt es auch keine Klarheit darüber, was wirklich teuer ist. Viele in der Bevölkerung erhoffen ja, dass, wenn es zum Grexit kommt, wenn Griechenland rausgehen muss, dass dann endlich Ruhe gibt. Der Überzeugung sind wir nicht, sondern es muss dann trotzdem weiter verhandelt werden. Und wir glauben auch, dass diese Lösung am teuersten für die Steuerzahler hierzulande ausfallen würde.